liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für Demokratie und Courage. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Das ist unser Motto, nicht nur am Antikriegstag. Die AfD, und sei sie auch als ehemalige Professorenpartei mit echter Euroskepsis gegründet, sie marschiert inzwischen mit Pegida, mit Hooligans und Neonazis, Schulter an Schulter, ohne Skrupel, den Arm zum Hitlergruß erhoben. Und was macht der Rechtsstaat? Der Rechtsstaat steht daneben und staunt. 5000 Neonazis in Chemnitz, wow, wo kommen die denn alle her? Ja, das konnte sich niemand vorstellen. Ich kann euch sagen, wo die herkommen. Wenn man sich nicht vorstellen kann, dass die sich organisieren, wenn man rechte, strukturelle Gewalt jahrelang kleinredet, relativiert, unter den Teppich kehrt und die, die sich engagieren, als Nestbeschmutzer bezeichnet, dann kann man sich nicht vorstellen, dass die plötzlich aufmarschieren. Aber eins ist klar, die neue Rechte ist gut organisiert und mehr als das, sie ist bereit. Jetzt werden gleich hier die ersten Besucher in die Stadthalle an uns vorbeigehen. Und ist es nicht interessant, dass sie sich auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit und damit auch wirklich demokratisch verankerte Grundrechte beziehen? Den Besuchern der Veranstaltung sage ich deutlich, selbstverständlich dürft ihr da reingehen, macht euch ein Bild, aber überlegt genau, wo ihr euer Kreuz macht. Den Funktionären dieser Partei und den Verantwortlichen in dieser Partei sage ich Folgendes, und zwar symbolisch, weil politisch gemeint. No passeran. Oder in Anlehnung an ein großes Zitat der Filmgeschichte. Ihr kommt nicht vorbei. Und zwar an uns, der demokratischen Mehrheit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Baunatal ist bunt, und wenn ich hier oben stehe und sehe und Sie und euch alle, wir alle sind bunt und wir alle sind ein Teil von Baunatal. Und wir sind offen, tolerant, seit über 50 Jahren finden hier Menschen eine Heimat, die nicht unbedingt in Baunatal geboren sein müssen, sondern aus allen Ecken dieser Welt kommen. Und wir machen heute hier richtig deutlich, wir sind auch alle ein bunter Teil dieser Demokratie. Und gerade heute müssen wir aufstehen und sagen, Demokratie gibt es nicht einfach so geschenkt. Dafür müssen wir auch einstehen. Und deshalb bin ich überwältigt, dass ihr alle da seid. Das ist ein wunderbares Zeichen, was heute ausgeht hier vom Baunatal. Und ich finde, das sollte in ganz Nordhessen heute gesehen werden und darüber hinaus, dass wir uns nicht kleinkriegen lassen von Menschen, die uns mit allen Mitteln versuchen vorzuschreiben, was wir zu denken und zu sagen haben. Wir arbeiten bei uns jeden Tag zusammen mit Frauen und Männern, Alten und Jungen aus 47 Nationen, inklusive aller Weltreligionen sowie aller politischen Haltungen, die ihr kennt. Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, Hass und Wut breitet sich in den Köpfen und Herzen der Menschen aus wie ein Virus. Menschen haben Ängste und Befürchtungen, die immer weiter geschürt werden. Einwanderung, Globalisierung, Kriminalisierung, innere Sicherheit, nationale Identität, all diese Punkte werden von der AfD in widerlicher Art und Weise miteinander verknüpft. Ich sage, jeder, der Ängste schürt und damit Menschen gegen andere Menschen aufhetzt, macht sich schuldig, wenn daraus Hass und Gewalt entstehen. Wir beziehen Position für die Demokratie, für den Glauben an die ganze bunte Menschheit. Danke für die Einladung zu dieser Veranstaltung und danke, dass Sie alle da sind. Ich bekenne Farbe. Ich bekenne mich zu den Menschen aus Ost- und Westdeutschland, aus Südeuropa und Syrien, aus allen Erdteilen, Religionen und Kulturen, die hier leben und arbeiten. Wir arbeiten und leben gerne mit ihnen zusammen. Ohne sie würde hier vieles zusammenbrechen, von der Pflege bis zum Verkehr. Baunatal ist bunt. Und dazu gehören wir alle. Und es ist gut so. Mit und ohne Obelisk ist das ein christliches Bekenntnis. Wir glauben ja an einen Juden aus Galiläa, der gesagt hat, ich bin fremd gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Und darum stellen wir uns gegen jede Form von Ausgrenzung und Rassismus. Wir sind laut, aber vor allem bieten wir eine echte Alternative.